grüße euch und habe die Ehre zum neuen Video. Zum neuen Video, ja, nach dem Urlaub. Gell. Letzte Woche war ja nichts. Ich habe zwar gedacht, ich mache noch irgendwas, aber ich denke, Urlaub ist Urlaub. Da brauche ich jetzt euch nicht dabei. Drum. Ja. Ein bisschen was habe ich schon gefilmt. Ich glaube, da hängen ja ein paar so Impressionen von unserem Urlaub hänge ich hinterher noch oder nachher gleich irgendwo nach. Ja. Na, wir sind ja letzte Woche von Montag bis Samstag waren wir im Urlaub putt. Sind wir nach Italien, nach Südtirol runter. In der Nähe von Brixen waren wir. Und da so ein bisschen auf der Höhe oben im Ding, in einem richtig schönen Hotel. Das war alles wunderbar. Das Wetter war scheiße. Geregnet hat es, geschneit hat es da oben und ja, eigentlich haben wir bloß einen Tag schön gehabt, aber war eigentlich auch scheißegal, weil Hauptsache Foot und Hauptsache einmal alle Viere von sich strecken eine Weile lang und einfach gut dann. Ja, und das haben wir ja, ein schönes Hotel, mein, da hast du auch, da ist ja alles drin, oder? Da hast du alle Bad und Sauna und Zeug und alle, ja, mein Essen nur vom Feinsten und ja, mein. Aber das muss schon mal sein. Gell? Wenn wir schon eher gerade bloß da die 5-6 Tage Urlaub haben im Jahr, das ist ja unser Jahresurlaub und ja, na, lassen wir es uns auch gescheit gut machen. So ist es. So, ja, gut, daheim. Daheim ist alles soweit in Ordnung gewesen. Der Betriebshelfer ja, hat alles hingehaut, hat er gut gemacht, der Josef. Und ja, das einzige Problem hat es gegeben, der Hubi hat gestreikt. Der Hubi, unser Hofleiter, wisst ihr ja, oder? Das, ja, was wie er noch heißt. Genau, und der hat ein Problem gehabt. Und zwar habe ich da schon öfters ein Problem. Oder öfters, ja. Ich habe einmal irgendwann, ich weiß es nicht woher, durch einen dreckigen Benzinkanister, oder also Dieselkanister. Warte mal, jetzt muss ich erstmal auf die Straße fahren. Durch einen dreckigen Kanister oder durch einen Dreck im Tank drin, also im Dieseltank, wo ich es aufbewahre. Irgendwie habe ich einen Dreck in seinen Tank reingebracht. Und da hat es mir schon öfters dann der Vorfilter, da ist unter drin sau blöd zum Hinkommen, so ein kleiner Mini 5 Euro teurer Vorfilter drin. Und den verstopft man immer, oder? Oder immer. Ist halt da immer mehr. Das habe ich vorher schon ja, 2-3 Mal gehabt. Bis, und ich habe immer gedacht, jetzt hat das gepackt, jetzt ist der ganze Dreck raus. Aber scheinbar nicht. Und genau da, wenn er da ist, muss das Ding verrecken. Oder halt der Filter verstopft sein. Und dann, ja gut, dann habe ich mir halt Werkstatt angerufen und da ist schon einer gekommen. Und dann hat er gesagt, ja, ist auch. Die Dieselpumpe ist auch nochmal fit, die pumpt nochmal gescheit. Also gut, dann hat man das halt auch gleich austauscht und neue Filter rein und neue Pumpe rein und dann ist das wieder gelaufen. Ist halt ärgerlich, wenn du einen Fremden da hast, der die Arbeit macht, gell, und nachher verreckt er sowas. Gell, aber mein, hast halt nicht in der Hand die Technik. Gell. Genau, aber das war's. Einzige. Ja, so weit eigentlich. Ja. Und der Rest hat alles hingehaut und das war gut. Genau, gut zum Urlaub. Ah, genau, zum Urlaub muss ich euch noch was erzählen, eine kleine Geschichte. Wir laufen in Brixen, also das ist da die größere Stadt da in der Nähe. In Brixen durch die Stadt durch, ein bisschen Fußgängerzone und tappen da ein bisschen rum und da ja, die Stadt anschauen und so weiter und ein bisschen shoppen und so weiter. Und dann laufen wir da so, kommt mal einer, lauft an uns vorbei und sagt, ich kenne euch. Und die kenne ich auch, hat er zu Claudia gesagt. Wir haben uns angeschaut, ich glaube, wir Schwäbler, wenn es blitzt, so in der Richtung, haben wir geschaut und was will denn der eigentlich? Gell? Bis er dann sagt, ja, von YouTube kennt er. Und dann haben wir gedacht, das gibt es doch gar nicht, oder? Da bist du in Italien, in Südtirol unterwegs, schwätzt dich jemand an, er kennt uns. Ja, er schaut das ab und zu an und ja, findet er gut und er hat selber auch einen Hof. Wo er da auf dem Buckel dobert, in der Nähe von unserem Hotel auch. Gell? Und ja, das ist doch der Hammer. Also da bist du einmal weg vom Schuss und bist wirklich fut. Spätzt du da hin an.
Aber war trotzdem nett, gell? Ja, ja, genau. Das war da dazu. So. Jetzt habe ich mich gerade irgendwie durch angebracht. So, nein, jetzt tue ich als erstes mal meinen Boller nachhängen. Dass ich da wieder weitermachen kann. So. Ja, genau. Das war's da dazu. Zum Urlaub. Ja, genau. Ein paar, ja, ein bisschen was gefilmt habe ich. Einmal mit der Drohne geflogen bin ich. Da haben wir gedacht, da war nämlich der einzige Tag, wo es richtig schönes Wetter war. Und da hat die Drohne ein bisschen fliegen lang. Und ja, die paar Impressionen und was ich da so könnte, das hänge ich gleich. Hängen wir es gleich hintereinander. Oh, jetzt läuft es auch, da muss ich die Lüftung reinhauen. Das hänge ich ein paar, ja, ein bisschen was nach. Könnt ihr mal sehen, wo wir da waren. Gell? So. Jetzt, was haben wir da vorne? So. Ja, ihr seht ja gerade, ich bin wieder am Ball holen. Die, wo ich vor dem Urlaub geholt habe, sind jetzt fast weg alle. Und jetzt hole ich die noch. Und die werden jetzt noch verfuttert. Das sind ja die Heusilo-Ballen erster Schnitt. Die kommen noch weg. Und dann danach würde ich dann im Dinner die Hochsilo aufmachen. Aber ja, das ist dann ja wieder ein extra Ding. Das zeige ich dann euch. Dann läuft er. Geil. So, dann fahren wir jetzt. Fahren wir da rum. Ja, was habe ich jetzt? Achso, ja, heute ist ja der Montag da. Montag? Was haben wir denn heute? 18. Montag, 18. November. Okay. Also neue Woche, ja. So, jetzt geht's los. Was soll ich noch sagen, will ich jetzt? Ja, mein Gott, jetzt einmal daheim alles so Büro gemacht, was noch so rumflackert ist, was so die Woche jetzt liegen geblieben ist, ist ja klar. Ganze Post und all der Zeug und so weiter, ein bisschen telefoniert. Und ja, was habe ich noch gemacht? Der Traktor 275er, genau. Da ist der Tank noch so halb, drei Viertel voll mehr. Und jetzt in der Woche, wo wir jetzt fortfahren, ist der Winterdiesel gekommen. Und da habe ich jetzt den einmal der Winterdiesel rein, also erst der Sommerdiesel raus. Und der Winterdiesel rein und ein bisschen laufen lang. Und ja, dass der schon mal gerichtet ist für den Winter. Die brauchen zwar nicht, aber großartigen Winter, aber trotzdem Winterdiesel muss den sein. Gell? Für die, wo das nicht wissen wollen, euch. Also bei Diesel ist es ja nicht so wie Benzin. Ein Benziner, das kannst du ja immer fahren, der ist auch winterfest und alles, aber der Diesel ist nicht winterfest. Der wird, also wenn man einen Sommerdiesel drin hat, der wird bei einer bestimmten Temperatur, also so um die 0 Grad, fängt er es locker an und wird dann dicker und zäher und verstopfter der Kraftstofffilter. Also braucht man da einen Winterdiesel. Und der Winterdiesel ist eigentlich ein ganz normaler Diesel, so, aber da kommt halt noch ein zusätzlicher Zusatz, irgendwas rein, so, was weiß ich, was es ist. Und das macht dann den Diesel auch für tiefere Temperaturen fließfähig, sagen wir mal so, oder? Ich denke, das müsste eigentlich stimmen, was ich jetzt da erzählt habe. Also, weil ein normaler Sommerdiesel, der geht ja, ich glaube, fast so um die 0 Grad und dann kommt, glaube ich, so ab Anfang Mitte Oktober in der Tankstelle, dann so ein Übergangsdiesel, der geht dann bis minus 10, 11 Grad irgendwie so. Und ab Anfang November und ja, bei uns jetzt, wir kriegen immer ab Mitte November gibt es dann den Winterdiesel, der geht dann bis minus, glaub, 20, 22 Grad sowas. Und das brauchen wir bei uns auf jeden Fall. Also es gibt sogar noch einen anderen, den muss man dann aber speziell bestellen, der geht bis minus 28. Und ja. Ja, aber ich bestelle immer den mit 20 und stelle dann meistens noch so eine Flasche Zusatzadditiv und wie das Zeug da halt heißt auch noch dazu und leere das dann in den Tank rein. Ich habe da jetzt 750 Liter gefüllt und zu den 750 Liter leere ich da fast noch so einen Liter von dem Zeug rein und der geht dann nochmal ja, 6-7 Grad mehr. Also da sind wir auch bei den 28, wie der extrem ist.
Was ist das mit der Flasche, mit der Zusatz, ist das günstiger, als wenn ich den extra kaufe? Also den 28 Grad Ding. Weil es ist halt bei uns schon öfters auch, dass du einmal Winter hast, da hat es 3, 24 Grad oder so, gell? Also das ist dann schon zapfig, gell? Und da sollte natürlich die Maschine dann auch laufen, gell? Genau. Und für das machen wir das. Und das Gute ist auch noch, wenn es mal so kalt ist, für den habe ich eine Kühlwasservorwärmung drin, wo man dann am Strom anstecken kann. Oder wenn du weißt, du musst halt jetzt dann fahren irgendwann, da steckst du das eine Stunde vorher an, dann wird das Kühlwasser aufgeheizt, also der ganze Motorraum ein bisschen warm gemacht. Ich weiß nicht, wie warm das wird, aber ist ja egal, 30 Grad, sagen wir mal, oder? Das Wasser einfach, das Kühlwasser warm gemacht, dann ist der ganze Motorblock warm, dann ist das ganze Motoröl einmal ein bisschen aufgewärmt und dann startet der wie im Sommer, weil dann kann es kalt sein, wie es willst. Das ist eine super Sache. Das muss bei uns, finde ich, jetzt gerade wenn du einen neuen Traktor hast, das muss auch. Die Katze weg da. Ja, so viel da dazu. Da sind wir jetzt da wieder auf dem Laufenden. Ja, also der eine habe ich gemacht, der ist noch, da habe ich noch ein bisschen was von dem Zusatz gehabt und habe das in den Sommerdiesel reingeleert. Ja, dann geht das auch, der geht, ich denke bis minus 10 Grad geht der auch noch. Haben wir bis jetzt ja noch gar nicht. Obwohl doch, letztens einmal 8 Grad haben wir glaube ich gehabt. Ja, aber den fahre ich jetzt erstmal leer und nachher tut bei der Winterdiesel rein. Gell? Jo, ja, ich werde jetzt dann eine Weile fahren, einmal nochmal so 6-8 Balle heimholen und nachher ja, sehen wir wieder, was es noch gut. Gell? Also ja, für euch kommt, mache ich hell. Habe ich ja schon gesagt. Aber nicht immer zehnmal das gleiche daher. Urlaubsimpressionen. Holla die Waldi. Am guten Tag gibt es nur hier und jetzt. Schau ich nicht links und rechts, vielleicht kommt von doch nie zu. Mm-hmm.
So, bin wieder da. Jetzt habt ihr das einmal gesehen, wie ich da das Holz jetzt spalte. Das Brennholz jetzt da. Und das kann ich euch jetzt noch mal, da mal kurz erklären. Und zwar der Brückewagen selber. Kennt ihr ja schon, oder? Haben wir ja schon mal in einem Video gesehen. Und das ist diese Spaltzange dazu. Die hat, die kehrt, also im Rückewagen sind wir ja zu fünft, glaube ich, wo wir, also fünf zusammen den haben. Und von denen fünf haben zwei oder drei, glaube ich, die Zange gekauft, zum halt das Brennholz oder das Hackholz da ein bisschen zum Spalten. Damals habe ich noch nicht mitgemacht, weil ich halt noch keine Hackschnitzelheizung gehabt habe und eigentlich sowas ja nie machen müsste. Darum ist das von mir in Frage gekommen. Aber jetzt könnte es sein. Jetzt habe ich es einmal testweise mal da geht, oder? Um zu schauen, wie das funktioniert, das Ding. Und es ist gut, doch funktioniert. Also manchmal packt das eh ganz, wenn man irgendwie ein bisschen blöd Knife hat, nachher muss man halt nochmal raus tun und anders packen, dann geht es eigentlich schon. Und weil meine Stämme, ich habe die ja auf 6 Meter abgeschnitten, schneide ich einmal in der Mitte, oder? Dann haben die nur 3 Meter und da spalten sie eigentlich schon ganz gut. Und ist ja das Fichteholz da jetzt so, ist ja eigentlich auch gute Qualität, gell? Wo sich gut spalten lässt, weil da keine Äste groß und kreuz und quer drin sind und nachher geht das schon, gell? Ja, und wie funktioniert das da? Das ist ja nicht das Hydraulikschleich, das ist jetzt gerade abgekuppelt, weil ich gerade hergefahren bin. Hier steckt man an der zwei Anschlüsse an und nachher kann man oben vom Sitz aus mit einem Umschalter umschalten. Also dann, man stellt jetzt zum Beispiel vier runter und dann schaltet man um und dann ist ein Fuß dann gespart und da ist, hängt dann der drauf und dann kann man den mit dem Fußhebel praktisch da bedienen, gell? Und ja, und das funktioniert eigentlich ganz gut, gell? So, da habe ich jetzt mal ein bisschen weiter weg und was wird das sein? Ja, fast schon knapp die Hälfte will ich da schon haben, gell? Und das jetzt in drei, vier Stunden oder so, also es ist ganz gut gegangen. Und dann können wir ja mal dahinter laufen, genau. Wo ich es jetzt nachbeiget habe, die ganze Gaudi. Und zwar steht es da. Direkt neben dem Stadel. Haben wir einen schönen Haufen gemacht. Gell? Schön gespalten, schön aufbeiget. Ich hoffe, dass er standen bleibt so. Aber ich glaube, wird schon ja, ein bisschen schief ist er schon. Aber das ist eben das Problem, weil da ist das Aufgefüllte und da ist es ein bisschen hinunter gekommen. Darum hat das ein Ring. Da ist es ein bisschen nachgucken, da ist ein bisschen schief. Aber trotzdem, ganz nett beiget, so kann schön der Wind durch, oder? Ihr wisst ja, da bei uns West-Ost, da pfeift der Wind immer so durch, oder? In beide Richtungen und dann kann das immer noch trocknen. Obwohl es ja schon einigermaßen trocken ist. Das ist ja Käferholz, die Käfer dann, die verdrücknet ja am Strand schon, gell? Also, aber mei, es regnet ja wieder drauf und wenn's wieder, wenn der Wind wieder durchgeht, dann kann es wieder trocknen. Okay? Und das ist eben warum da, ist ja klar. Da drin ist das Lager vom Hackschnitzel. Oder? Könnt ihr da mal reinschauen. Mal schauen, ob das gerade so geht. Da. Muss ich da echt reinzwängen. Ist noch ja, halb voll. Aber auf jeden Fall, da wird es reingehackt. Okay? Und so. Da fährt kein Ding, der LKW daherfahren, seinen Rüssel da reinhängen, oder? Und packt es mit dem Kran so rein und in den Häcksler und da rein. Also eigentlich so perfekt. So, der Haufe ist voll. Da kommt jetzt nichts mehr drauf. Der Rest würde ich noch da herbeigen, weil der Haufe ist auch einigermaßen trocken. Und ja, genau. Da sind noch ein paar einzelne Stämmle. Deren dicke, deren, da ich noch raus und da herüber nochmal ein. Und da habe ich schon extra einen angelegt. Okay. Das sind jetzt so Stämme, wo ich jetzt einmal noch aufhebe, wo ich wahrscheinlich auf Sägewerk fahre. Aber im Moment einmal nicht, die bleiben einmal noch da. Die haben auch noch 6 Meter, die werden da 5 Meter abgesägert noch und nachher lege ich die mal auf die Seite und ja, weiß jetzt nicht, was ich damit mache. Aber irgendwas sägen lassen. Balken, Bretter, Diele, irgendwie so. Okay? So, und jetzt würde ich weiterwurschteln. Und ja, dann mache ich später. Ah, da muss ich euch noch was zeigen. Ist gerade der Verdrehter,
Der Fan-Vertreter ist gerade da gewesen und hat Weihnachtsgeschenk gebracht. Dann hat er, das hat er gebracht. Ein Kalender und einen Meterstab und endlich meine Fan-Kappe. Ich habe ja immer gesagt, ich habe keine, wo ich den Fan gekauft habe, keine Kappe dazu gekriegt. Sauerei, ich habe mich beschwert und noch was. Und jetzt kommt er mit der Kappe in der Hand und sage, hey, ja super, bringst du mir meine Fan-Kappe endlich. Hä? Nix Fan. Wieder keine. Baywa-Kappe. Die weiß ich nicht, ob ich die anziehe. Naja, ist wurscht. Aber er hat mir dann wieder erklärt, warum. Warum? Ja, das war, irgendwie hat Fendt mit irgendeiner italienischen Firma oder was, irgendwie so einen, ja, wie sagt man da, Streit mit ihren Werbeartikel und mit dem Namen auf irgendwas und irgendwo gibt es da Ärger. Auf jeden Fall kriegen die Baywa-Händler, Baywa-Vertreter, die kriegen von Fendt keine solche Sache halt, oder? Das Einzige, wo du Fendt-Mütze, Kappa herkriegst, ist direkt im Fendt kaufen als Privatmann. Da funktioniert es, aber an Firmen dafür die scheinbar nichts rausgeben. Und darum kriege ich keine. Ist eine Sauerei. Und dieser Markenstreit oder was da immer da ist, das dauert schon eineinhalb Jahre. Und darum kriege ich keine. Aber er hat gesagt, sollte das einmal irgendwann beigelegt sein, werde ich es ja mal machen müssen, nachher kriege ich eine kriege noch. Bin gespannt, in 10 Jahren irgendwann wahrscheinlich. Ja, aber ich würde ihn jedes Jahr, wenn er kommt, wieder mahnen, ja, dass ich endlich mal meine Fan-Kappe kriege. Kaufe du da keine. Na, das sehe ich da. Die muss man so kriegen. Okay? So. Okay, wie soll ich sagen? Ich bohre da jetzt weiter, wie ich schon gesagt habe. Und ja. Anders mal wieder. Okay? Dann bis dann. Jetzt ist Freitagmittag und jetzt bin ich fertig mit der Holzmacherei für heuer.
gespalten ist alles. Und ja, das andere jetzt gesehen noch. Da habe ich jetzt noch einen Haufen gemacht am Bach hinter. Also oder, dahinter sehen wir, da ist der Hof. Da ist der Platz, wo wir das Lager gekettet haben und gespalten haben. Oder? Da habe ich jetzt die 9 Stämme sind das, wo zur See gekommen sind. Die habe ich dahinter angelegt. Genau, und da ist ja der Bach dahinter. Da ist der Schuppensilo. Und da habe ich oben so einen Platz, wo eigentlich ungenutzt ist, wo bloß auch Kraut und ein Klump wächst. Da habe ich jetzt einmal noch die Bike hergemacht. Also jetzt ist die Bike da, die vorne, wo frisch ist, neben dem Stadel, und die, wo alte, die alte Bike noch vom letzten oder vom Früh, nein, von letztem Jahr, ja, genau. Genau, da bin ich jetzt fertig. Der Wagen wird nachher gleich wieder geholt, holt gleich wieder der nächste, ist wieder am Fahren nachher, gell? Und ich glaube, dann lassen wir es das für das Video gut sein. Danke mal wieder fürs Zuschauen und dort den Kanal schon abonnieren, weil zurzeit geht gerade gar nichts. Hoffentlich wird das was mit dem Gewinnspiel. Schauen wir mal, gell? Also Gas geben. So wie ich auch. Also dann, macht's gut. Pfiat euch und habe die Ehre. Bis zum nächsten Mal.